Erstmal einen Schluck Kaffee nachschütten, wa? Noch 2,5 Stunden. Noch 5 Zettel. Du entkommst mir nicht. Jetzt bist du eines meiner Kinder. Na, das wollen wir mal sehen. Du entkommst mir nicht. Ich das habe schon sind viel ja Streichhölzer. Schöne Aussichten. Batterien. Ich brauche Batterien. Keine Batterien. Na gut, dann fangen wir hier an. Gucken. Nicht hier noch irgendwo was? Auch wenn du die Tür aufmachst, ne? Ich habe schon 10 Streichhölzer. Mit der ich Kerze? Habe bereits 5 Kerzen. Nix, nix. Das sind Streichhölzer. Da kommen wir ja nicht raus. So. Gehen wir erst hier rein. Und dann gehen wir nach oben, ne? Gucken, ob hier irgendwas ist. Leider nicht. Also wir brauchen definitiv Batterien. Der Typ hat uns ja jetzt eingemauert im Haus. Hey, Püppi. Na, Hexi? Ach nee. Nein, danke. Meine Beine zittern auch so schon. Okay, wir haben die Pornos gefunden. Ah, da liegt der nächste Zettel. Gucken wir mal. Meine Hände zittern immer noch. Manchmal stelle ich mir vor, wie Mike und Valerie in den Raum gelaufen kommen. Es sei nichts gewesen. Ständig höre ich die Geräusche im Haus. Klopfen, knarzen. Vielleicht sind das Kinderfüße. Ich weiß, es ist nur Einbildung, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie wären noch hier. Manchmal weiß ich nicht, ob ich noch weiterleben kann. Aber ich muss. Noch bin ich nicht allein. Hast du mich gerade ausgelacht da hinten? Komm dir gleich darüber, du. Popcorn? Jobi gibt eine Runde Popcorn für alle. Hast du Batterien? Nicht. Na gut. Hier gibt es keine Batterien. Gibt es hier was? Na? Nein, Tanja, ich mach sie nicht an. So. Nix, nix. Batterien! Ja! Gitarre kann sie auch. Wow, ne? Wow, wie deins. Teil mal. Jobi will nicht teilen. So, dann gehen wir erst ins Jugendzimmer. Komm, dreh dich.
Das war eine Drehung mehr wie sonst. Batterie? Batterie? Nö. Bisschen Musik? Ja. Gehen wir mal gucken, was drüben los ist. Das habe ich gesehen, Affe. Was? Brown. Okay. Affe, das habe ich gesehen, du. Na? Da ist nichts drin. Na? Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Pippi! Hi, na? Alles klar? Pippi steht da schön im Wohnzimmer. Nix. Da hängt Zettel. Ey, überall hängen Klebzettel. Alkohol haben wir auf jeden Fall genug. Was trinken kann sie nicht. Der Renner ist auch an die Konsole gehen und keine, keinen Strom haben. Das ist auch der absolute Renner. Nippes. Aber das geht, ne? Ich habe das Spiel, ist glaube ich hell genug, oder? Soll ich noch ein bisschen heller stellen? Ich habe leider nicht genug Batterien. Warte mal. Das bringt's jetzt total. Kaffeetassen. Streichhölzer. Ist gut so, ja? Gut. Hallo? Die Mikrowelle ist offen. Okay. Aber außer Bier ist nichts mehr zu trinken da. Das ist nicht gut für sie hier. Sie mag kein Bier. So, der Zettel über der Mikrowelle ist auch nicht neu. Können wir dich mal... Geh mal zu. Da ist ein Putzlappen. Der Geräuschpegel ist auch super, ne? Da drin? Nö, nö. 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 Gefriertruhe? Nö. Kühlschrank? Oh, ich brauche einen Drink. Nimm dir mal ein Döschen. Ich mag kein Bier. Ich mag kein Bier. Hier ist so viel zu trinken drin. Dann nimm dir noch einen Smoothie. Menno. Wir sind aber auch kleinlich. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Hallo? Hallo? Hallo, ist da jemand? Ich bin's, Ihr Nachbar. Ja, ich bin hier. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Wir haben komische Geräusche aus Ihrem Haus gehört. Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin in meinem eigenen Haus eingesperrt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, bitte helfen Sie mir. Holen Sie mich hier raus.
ja, das könnte ich natürlich machen. Ich könnte aber auch etwas anderes machen. Geil. What? Alles klar, der Herr ist im Haus. Die Kerzen hatte ich angemacht, ne? Ja. So, jetzt müssen wir gucken. Garage war ich, glaube ich, auch schon, ne? Oben ist Musik an. Habe ich die angemacht? Ja, die hatte ich angemacht. Da war ein Zettel. Hallo? Hey! So. Jetzt müssen wir überlegen, wo mussten wir hin? Operation Licht aus hat begonnen. Ja, ja, vor zwei. Das ist auch ein alter Zettel. Konnten wir raus? Nee. War hier noch irgendwo was? Den hatten wir auch schon. Das sind Streichhölzer. Hier sind Kerzen. Gute Frage. Pippi! Du hier! Mist! Schublade offen. Ach, ich hänge am Sch. Ich denke. Achso, das war die Puppe. Naja, neu. Oh, ich kann durch den Kühlschrank laufen. Auch interessant. Ja, ja, Pippi war schon wieder unterwegs. Mal gucken, ob sie noch da ist. Nein. Was hat sich jetzt bewegt? Ich glaube, irgendwas habe ich getriggert. Ach, die Vorhänge. Okay.
Püppi. Püppi, wo bist du? Montana hat wieder keine Batterie. Doch, klar habe ich Batterien. Was sage ich denn da? Püppi? Ja, ja, du Affe. Ich hab dich gehört. Oh, ich hab den bestimmt wieder übersehen, den Zettel. Mit Sicherheit. Den hatten wir auch schon. Release the Kraken. Ach, halt doch die Klappe, Hexe. Hier haben wir auch alles durch. Die Zettel haben wir auch alle. Ah, Scheiße. Auf Linda habe ich schon gewartet. Das ist der Ballons, ne? Ja. Ballons. Alle Kinder tun das. Auf Linda habe ich schon gewartet. Oh, hier ist noch alles zu. Guck mal. Doch, Kerze. Auf Linda habe ich schon gewartet. Komm mir zu. Haben wir wieder Strom? Ne. Was ist denn jetzt, Püppi? Ja, hast du mir was zu sagen? Nee. Ins Wohnzimmer. Okay. Die Sache ist ja die, wenn du alles schon aufgemacht hast, ne, dann guckst du natürlich nur noch grob in die Ecken. Dass ich den natürlich jetzt übersehen habe, ist irgendwie klar. Mir war gleich klar, dass mit dem etwas nicht stimmt. Weiß Gott, weshalb man mich Steuerhinterzieher mit einem Kindermörder und Vergewaltiger in eine Zelle steckt? Schätze, die Gefängnisse hier sind wirklich überlaufen und sie hatten gerade nichts anderes frei. Was genau ist, weiß ich nicht. Nur Gerüchte. Aber auf dem Hof sagt man, wenn er mit seinen Opfern fertig war, hat er sie kopfüber in einen Sack gesteckt und sie am Hals ausbluten lassen. Was für eine kranke Scheiße. Da passt es, dass er sich selbst gerichtet hat. Schätze, er hat keinen anderen Ausweg gesehen. Der elektrische Stuhl wäre ihm sicher gewesen. Als ich heute aufwachte, hat er sich selbst mit einem Löffel den Kehlkopf entfernt. Oh, lecker. Gott, ich werde nie wieder schlafen. Ja, da könnte ich auch nie wieder schlafen, wenn sich neben mir einer mit einem Löffel den Kehlkopf wegsäbelt.
Ich habe ja schon viel Scheiße gesehen als Schwester, ne? Aber ja. Wow.